So Leute, willkommen zum allerletzten Rivalenkampf zwischen Jan und mir. Yo. Nach der Liga. Ich habe es im letzten Part jetzt gar nicht mehr erwähnt, aber das war ja abzusehen, dass wir sowas natürlich auch noch machen. Hm? Das Finale der Finals, sag ich mal. Und mal gucken, ob wir jetzt andere Lieder zur Auswahl haben. Ich hoffe es doch mal. Wir haben gerade zumindest kurz mal nachgeschaut, welche Lieder welchen entsprechen. Aber naja, gucken wir mal. Nee, ich habe nur bis 14. Aber gut, dann kann ich 9 im einen machen. Ich habe sogar nur bis 9, weil ich die anderen wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habe. Das ist interessant. Ich habe ja bisher noch gegen kein Legendäres gekämpft, von daher. Ja gut, okay. Passt. Also nehmen wir die Nummer 9, weil das ist das Champ-Team. Nummer 9. So, wollen wir doch mal gucken, was du in deinem Team so hast. Ich bin verdammt gespannt, wie das jetzt so ausgehen wird. Mhm. So, gucken wir dann mal. Leta ging es zurück. Ja. Oh, Bivo. Oh. Die hat hier einiges getan. Naja, Banette, Stalos und Bibo sind zu, also Banette ist zurück und Stalos und Bibo sind neu drin. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Sehr, mein Freund. Mhm. Ich auch. So. Okay. Chris möchte kämpfen. Chris wählt noch seine Pokémon aus. Chris möchte trotzdem kämpfen. Jetzt will Chris kämpfen. Yay. Okay, cool. Wow, mit der epischen Troy-Mucke auf den Ohren. Auch wunderschönes Team. Oh ja. Jan will mit dir kämpfen. Yay. Dann soll er seine Kleider vom Leib reißen. Oh yes, einfach runterreißen und die Muskeln zeigen. Aber richtig. Welcome back, Later King. Hallo. Hi. Na du? Beide weiblich. Ja, wobei es bei meinem etwas merkwürdiger wirkt. Oh, das tut weh. One-Hit-KO wie bei wie hieß sie? Frosina, genau. Nee, Annette, so. Ja, sehr schön. Antonia. Antonia, genau. Annette. Wie komme ich auf Annette? Weiß nicht. Annette Manoir? Ist sie nicht Manette? Nee, ist Annette, hast recht. Keine egal. Ahnung. Stalos. So, jetzt bin ich aber gespannt. Du hast. Moment mal, du hast nur Potenzial. Das können alle mega entwickeln. Ja. Stimmt, du hast ja gesagt, das wolltest du tun. Ich erinnere mich. Das ist für mich die große Frage, was du megast. Tja. Ich überlege, was ich dagegen nicht tun möchte. Ich erwarte, dass du aber eine Dunkelklau auf dem Leta King hast. War noch einer der letzten Moves, die ich draufgepackt habe. Und mit ihm hast du dann komplett Antonia umgekloppt? Nee, im Wechsel ein bisschen mit Gardevoir auch. Mit Gardevoir? Nee, doch. Mit Schmuckball oder nicht? Nee, nicht mit Gardevoir. Gardevoir hatte keinen Schmuckball. Gardevoir hat sich um Frosina gekümmert. Ach so. Bei mir hat sich Banette um komplett Antonia gekümmert. Alles gewone-hittet. Als Mega. Nice. Mega Leta King wäre cool. Es müsste nicht mal bessere Werte kriegen. Es müsste einfach nur seine Fähigkeit verlieren. Das wäre dann fair von den Werten her. 680 Base. Oder? Oder es kriegt eine Werterhöhung, aber dadurch irgendwie noch eine Fähigkeit, die es noch schlimmer macht oder so. Oder so. Geht es überhaupt noch schlimmer? Nein. Das ist schon ziemlich schlecht. Joa, ne? Schade. Achso, ich predikte was anderes. Mhm. Kommt wieder deine Robustheit, Moment. Ja? Nee, warte, das war keine Robustheit, oder? Ich wollte gerade sagen, es hat sich keine Robustheit aktiviert. Trollololol. Ich habe einfach so mit einem KP überlebt. Sehr gut. Ich vermute fast, das war's für Stalos. Schade, ich hätte gern Mega-Stalos am liebsten gesehen von deinen Pokémon. Hm. Oh Gott, ey, ich freue mich so, dass ich so viele. Flinklaue. So viele Sachen dann neu machen kann. Mhm. Also, neue Pokémon züchten, da bin ich sehr gespannt drauf. Oh ja. Wenn ich fertig bin mit allem und Omega Rubin nachgespielt habe. Da habe ich ja auch noch einiges zu tun. Ich habe übrigens sehr viele Megasteine entfernt, weil ich sowieso im Endeffekt nur zwei benutzen wollte.
Ja, bei mir trauen auch nur zwei Pokémon eigentlich gerade aktuell einen Megastein. Ach, jetzt gerade hier für den Kampf? Ne, ich hab's allgemein in der Liga immer so gemacht, dass ich in jedem Kampf nur einen Megastein hatte. Ah. Und, ja, und halt Gewaldrö immer noch zusätzlich. Gewaldrö hat durchgehend eigentlich immer seinen Gewaldronit gehabt, hat einen Gewaldröst. Ansonsten hat jeder jetzt immer ein anderes Item bekommen und der gerade eben halt den Kampf übernommen hat, hat einfach mal sich gemegert. Und ich glaube, ich habe auch wirklich im Endeffekt jedes Pokémon in der Top 4 gewonnen. Wow. Weißt du, dieses Matchup, Sumpex Gewaldro, ich weiß nicht, wie oft ich dieses leidige Thema schon hatte in meinem gesamten Leben. Also ich habe am Ende im Kampf gegen Maike immer meinen Mega Gewaldro gegen den Mega Logok eingesetzt. Und gewonnen. Wow. Ich fand, das war ein schöner Abschluss. Das fing damals mit Gekkabor und Flamileon und endete mit Mega Gewaldro und Mega Logok. Das stimmt. Ich finde, das war ganz schön so. Altaria, dein schlimmster Albtraum. Behaupte ich jetzt einfach mal. Minimalst. Dabei ist es so schön flauschig. Mhm. Du bleibst sogar drin. Hast du jetzt eine böse Geheimwaffe oder so? Nee, aber ich will mal gerade was ausprobieren. Oh, ja. Dachtest du, darf ich nicht direkt mega? Ja, aber es zieht nichts ab. Blum, 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 blum. Das könnte jetzt wehtun. Meinst du? Ja. Muss man doch kurz was kontrollieren. Ach, wobei. Zurück mit dir! Okay, was kriegt jetzt die volle Breitseite ab? Fernontor! Das könnte wehtun. Ja, ich glaube auch. Vor allem, weil Fernontor noch ein Verteidigungsminuswesen hat. Oh, das auch noch. Ich habe mich die ganze Zeit darüber geärgert, dass mein Altaria ein Spezialangriffsminuswesen hat. Mhm. Komm schon, Altaria! Oh, geil! Das war mein zweiter Wunsch, es zu sehen. Mhm. Yay! Geiler Auftritt, Mann. Das war auch der Einzige, der jetzt neben Gewaldro noch den Megastein trug. Ui. Okay. Ja gut, tschüss, Mega Bibor. Ich weiß nicht, wie sind die Werte von Mega Bibor? Init geil, Angriff geil. Oh, überlebt. Rest eigentlich Mist. Okay. Ah, tut das weh? What? Okay, ja, Angriff ist geil. Angriff plus Anpassung. Puh. Ach, stimmt, ja, der hat ja Anpassung. Das will ich auch sowas von machen. Ich liebe Anpassung. Ist einfach eine der geilsten Fähigkeiten im Spiel. Oh ja. Das war auch so toll. Ich habe gerade den Kampf zum ersten Mal Mega Bibo eingesetzt. Greif mit einer Nadelrakete seinen Magnarien an. Magnarien nach einem Hit tot. Denk mir, what? Okay. Gucken wir mal. Was hat es denn so für Werte? Angriff hart. Init hart. Anpassung. Oh. Aber was ich interessant finde, ist, dass, das ist quasi diese Einbuchtung da auf seinem Hinterteil, das quasi für die Arme ist oder für die anderen Beine. Die kam nämlich gerade da raus, als es sich gemegert hat. Ah. Kann sein. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Es hat einen Angriff von 181. Wow. Ja, schick. Ich find's schön, dass Bibo Beachtung bekommen hat jetzt dadurch. Ich weiß, wie gesagt, ich habe aktuell überhaupt keine Ahnung vom Oras Metagame. Ich würde gerne mal wissen, wie Bibor da so steht. Aber das werde ich gleich mal recherchieren. Also ich weiß nur, dass Quajutsu im Uber ist. Ja, das weiß ich auch. Und Mega Diancie glaube ich auch. Echt? Und Starmie ist OU. Zum Glück wieder, da gehört es auch hin. es ist Yuyu, also Beedrill. Das ist doch schon mal schön. Ein hoher Sprung für Bibor. Ich hab dir und ja, das habe ich gerade nachgeguckt. Von NU auf UU. Ja. Ja, das ist doch ganz nett. Aber ich merk's, meinem Team fehlt's auch so ein bisschen an Prio-Attacken. Ja. Ich hoffe, dass das Erdbeben nicht viel Schaden macht. Unter die Hälfte. Ja. Naja, ich hab ja jetzt nicht unbedingt den besten Angriff, ne? Deswegen ja. Dann müsste jetzt schon ein Crit kommen, damit das reicht. Oder auch nicht. Das reicht nicht, der Patroni. Aber zwei Patroni reichen.
Na dann. Weil ich so oder so noch ein Erdbeben von dir kassiert hätte. Nice, man. Glaubst du es will? Mann, Mann, Mann. Ach ja, ne? Da müsste schon ein Kit kommen, Crit. Ja. Wunderschöner Moment. Ja, guck mal, du hast direkt zurückgezahlt. Sehr schön. Ah. Dieses Spiel. Hallo, Meditalis. Hallo. Ich hätte gerne Mega Meteoros gegen dich eingesetzt, aber Altaria ist einfach zu gut gegen dein Team. Das habe ich auch gemerkt. Altaria ist, glaube ich, overused jetzt. Hui. So. Was mache ich gegen. Was habe ich überhaupt noch? Wahrscheinlich mehr als genug gegen Meditalis. Aber ich könnte zumindest Mega Bibo zeigen. Das ist auch ich wollte sagen, ne? Das ist. Also, ich sag mal so, ich habe zwar noch drei Pokémon, aber zwei davon besiegst du mit einem Schlag. Ja, gut, aber dafür bist du jetzt wieder schneller. Richtig, das ist der andere Punkt. Und ich habe leider keinen Patronhieb drauf, von daher. Der wahrscheinlich auch nicht gereicht hätte. Ja. Ich habe auch nichts drauf, was dich irgendwie sehr effektiv trifft, merke ich gerade. Wobei, hättest du mit einem. Was für eine Kampfattacke hast du drauf? Turmkick. Ja, gut, das hätte mit Leta Kinkos einen Prozess gemacht. Hast du die Psychoklinge? Ich habe den Zen-Kopfstoß. Okay, ja, das hätte mit Kapils kurzen Prozess gemacht. Aber ich glaube, beide wären schneller als Meditalis. Nee. Also Leta King, stimmt das recht. Leta King wäre wahrscheinlich schneller sogar. Ja, Meditalis wahrscheinlich. Nee, Kapils wahrscheinlich nicht, aber sonst. Kapils hat die Ordnung zerstört. Ich wollte Troy mit jedem Pokémon 1 besiegen, aber Kapils hat versagt. Bei mir, ich habe es so gemacht, dass ich einfach Stalos eingesetzt habe. Stalos hat leider dann, oder Megastalos hat dann leider bei Lepomentas versagt. Da musst du kurz Gewaldro eingreifen und den Rest auf deinen Stalos wieder weitermachen. Ja, das war ärgerlich. Aber hey Jan, das war der letzte Rivalenkampf im Endeffekt 7-2. Mhm. Und bist du zufrieden? Ja, ist eigentlich ganz okay. Ich konnte schöne Pokémon zeigen. Das stimmt, wir hatten ein paar sehr lustige Kämpfe und manche waren, meine Fresse waren die knapp teilweise. Der von der siebten vor allem. War das nicht der achte mit dem... Der achte war das, wo ich ja ganz... Wobei, hatte ich da auch noch ein Pokémon übrig oder hatte ich zwei? Nee, stimmt, der achte hast du gewonnen, ja? Oder? Doch, der siebte war das, wo dein Gardevoir so knapp überlebt hat. Ja, genau, das war übel. Das war mein Lieblingskampf, muss ich sagen. Ich suche gerade irgendwas, wo ich mich hinsetzen kann. Ich setze mich auf meinen Stuhl. Ich setze mich aufs Bett. Ich guck mir die Wand an. So, ich guck mir... So. Ich guck die Zuschauer an, so. Also, so halb. Sieht gerade eher so aus, würde er den unteren Rand meines Bildschirms angucken. Ja, doch, mache ich auch gerade. Habe ich eigentlich was in meinem Mülleimer drin? Nein. Selbst in meinem Zimmer ist der gewesen, der Typ, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, als wenn. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, das war der allerletzte Rivalenkampf von Oras. Wir wollten eigentlich zuerst nur einen am Ende der Delta-Episode machen, aber nee. Du wirst, ich glaube nicht, dass unsere Teams da sich groß verändern werden. Von daher wäre es wahrscheinlich genau der gleiche Kampf wie jetzt. Ich wollte sagen, ich werde das Team jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern. Nee, also ich habe zwar jetzt kein Pokémon zum Fliegen drin, aber zum Fliegen kann man auch die Ohrenflöte benutzen. Ja, mache ich auch aktuell. Ist auch viel cooler. Richtig. Ich habe Saltaria vergessen lassen für den Drachentanz. Na gut, also wie gesagt, Leute, der letzte Rivalenkampf. Ihr seht dann jetzt gleich in, ja, wenn ihr das pünktlich gesehen habt, etwas mehr als eine Viertelstunde den ersten Part der Delta-Episode. Und bei mir auch. Der wird bestimmt sehr episch. Wie bei mir gerade 4 Astrainer unten im Bild waren, plus du, also 5. Was zum Henker? Bei mir ist gerade nur ein Astrainer. Noch ein Astrainer. Was geschieht? Egal. Leute, bis dann. Tschüss. Und danke für die ganzen Kämpfe, Jan. Natürlich, gerne. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, schön. Und den Leuten hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ach genau, eine Sache, die ich aber noch sagen möchte. Jetzt vor allen Leuten, Jan. Dir ist klar, dass sobald ich mit Omega Rubin durch bin und züchten kann, wir das wiederholen auf hohem Niveau. Natürlich, ich züchte dann auch. Sehr schön. Ich lasse meine Pokémon alle auf XY und züchte alles nochmal neu oder so. Hehe, gute Einstellung. Also Leute, jetzt aber. Bis dann. Ciao. Tschüss.